Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Jo, Peace and Justice. Ne, ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Ich bin gespannt. Gestern den Teaser geguckt und ja, war ja klar, ne, dass dann, oder man wusste es ja auch schon, nur ich vielleicht nicht, dass dann irgendwie ein paar Stunden später oder einen Tag später der Trailer auch kommt. Haben mir ein paar direkt auch gesagt, ey, es gibt ja auch einen Trailer und so. Ich habe es ja erst gestern hochgeladen. Jetzt der zweite Trailer, also nochmal später. Und ja, ich bin guter Dinge. Also ihr Sufflords, keine Ahnung, Rebellen, Widerstandskämpfer, Rebel Scum und alle anderen und Schmuggler und Piraten und was weiß ich. Viel Spaß, also ihr habt wahrscheinlich den schon gesehen. Ich bin mal gespannt, wie ich reagieren werde. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Ding, oder? Also hier Spot aus und Trailer an. Schauen wir mal, was da so passieren wird. Komm schon. Kommt hier auch was? Achso, ich sollte auch anmachen, ne? Mann. Genau so. Benutzt die Schalter. Ich schlag mich mit Betrügereien durch, seit ich 10 bin. Hey, Stimme schon mal cool. Ich bin von der Flugakademie geflogen, weil ich meinen eigenen Willen hatte. Hier, Mercury Graffiti, Alter, wa? Ich werde Pilot. Der Beste in der Galaxis. Gestern schon gesehen? Hey, Kleiner. Geil. Ich brauche eine Crew. Yeah. Boah. Alter, wer war sie denn? Fett. Seid ihr dabei? Das heißt ja. Ach, das waren bestimmt die Robots, wo ich dachte, das wären diese Scavenge-Trooper. Ich bin vielleicht die Einzige. Du weißt. Boah, cooler Helm, Alter. Wer du wirklich bist. Und wer bin ich? Solo. The Star Wars Story. Boah, Alter. Ist das ein Kessel, Mann? Was ist das, Mann? Ich dachte kurz, wir wären in Schwierigkeiten, aber alles in Ordnung. Alles gut. Geil. Was ist das denn wieder für ein Viech? Ach, schön, Leute. Fett. Ja. Toll. Ja, toll. Jetzt nochmal direkt den Englischen gucken, wa? Also deutsche Stimme schon mal geil. Ein paar Sachen ja schon gesehen, komm, ich gebe ihn jetzt nochmal auf Englisch. Also vom Deutschen finde ich schon mal super mit der Synchro. Das könnte funktionieren. Also ich kriege hier schon wieder leicht einen Biertropfen im Auge. Geil. I've been running scams on the street since I was 10. Komm, das ist cool, Alter. For having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. The best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. Alter, wie sieht aus wie diese Lady Sinister Cosplay? Mascarata oder was? Alter, es sieht aus wie Mask. Ey, geil! Ey, dreieinhalb Monate, ja, das war gut. What you really are. What's that? Boah, ich kriege schon wieder so Herzflattern, geil. Get ready! Thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Boah, da sind ja so ein Viech, Alter. Oh, jetzt geht schon wieder los. Korrekt. Ja, geil. Geil. Gleich nochmal gucken. Ich stopp jetzt noch so ein paar Bilder halt und so. Weil, ja, sieht gut aus. Wie gesagt, diese eine da, das sieht aus wie so eine. Ja, kann ja, Ziff, hier, die tauchen bestimmt nie auf oder so, aber. Kurz sacken lassen und dann mache ich nochmal hier Bildchen für Bildchen. Also nicht alle Bilder, aber ein bisschen. Yes, Alter.
Es sieht gut aus, Leute. Ich hab Bock. Ich hab definitiv Bock darauf, so, dass wir Laune machen. Ja, dann würde ich sagen, ich guck nochmal. Also so ein paar Bilder so, weil ich guck mir gleich auch erstmal so andere Reaction-Dinger an und so weiter. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte sowieso wieder übersehen, aber macht ja nichts. Weil ich hab Bock. Gut, Cockpit-Dinger waren ja in dem Ding schon drin. Ich schlag mich mit Betrügereien durch, seit ich 10 bin. Geil, Han der Underdog, wa? Ich bin von der Flugakademie geflogen. Geil, das ist ja auch, das ist, haben sie ja früher schon gesagt, halt noch bei Legends eigentlich, ne? Dass da auf der Imperialen Akademie war. Das war bestimmt das in dem Teaser auch, wo ich da meinte, ja, was ist das hier? So ein Bahnhof oder hin und her, klar, die Akademie. Krass. Weil ich meinen eigenen Willen hatte. Ich werde Pilot. Auch gar jetzt mal so mit Schneeberge. Hey, Kleiner. Das ist geil, oder? Wenn das so sein Mentor ist oder was weiß ich so. Und ja, Tatooine wird es nicht sein. Wenn da sieht, na, das sieht jetzt nicht so aus wie so herbe sandmäßig. Ja, egal, neue Planeten kommen. Geil, Alter. Neue vergessene Planeten, was auch immer. Super. Ich brauche eine Crew. Ey, und ich schwöre euch, guckt doch mal bitte. Ey, mit diesem Sidecut halt und so. Ist das denn eine Olle oder ist das ein Typ? Ich kann es nicht richtig erkennen, aber das sieht fast so aus wie, ja, ich weiß nicht. Es, wie gesagt, es gibt so Cosplay-Dinger halt, hier Sinister-Dings und so. Das ist schon edel. Da gab es das auch mal irgendwie in so Comic-Packs als Figur, ich bin mir gar nicht sicher. Egal, geil, will ich wissen, wer das ist. Oh. Ja, ich glaube, das ist eine Olle. Lando? Oh, wer war denn Dings gerade, Alter? Pam Greer? Ja, das ist auf... Ah, schwer zu erkennen, ne? Ne, es sah gerade echt erst so aus wie Mascanata, also, aber ich glaube, das ist Mascanata wird weiter auseinander gehen. Warte noch ein kleines Bild zurück. Ja, guck mal. Geil, mit so einem Afro voll Pam Greer-mäßig, also so Kufi-mäßig und Dings Brown-mäßig, geil. Alter, ist voll schwer. Ja, weiß nicht, das kommt mit Mascanata. Geil. Shui. Das heißt ja. Ey, da wird auch geil dann, oder? Mit der Lebensschuld halt. Da muss ja auch was Herbes dann sein, wenn sie sich da kennenlernen halt so. Ja, und ich glaube, da habe ich mich, ich weiß nicht. Oder war das, ich meinte ja gestern schon, das Gareth-Dinger in dem Teaser. Aber kann auch sein, dass das diese Droiden sind. Und ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob man den Falken oder irgendwo schon die Würfel sieht. Ja, und das hier, auch wieder geil, ne? So eine Schickimicki-Kantina oder was? Ich bin vielleicht die Einzige. Boah, Alter, und hier. Was ist das, ey? Revan-mäßig, so eine Mischung aus Revan, Mandalore und hin und her. Geil. Hier sind auch wieder wahrscheinlich irgendwelche Alien-Dinger. Oh, ich freue mich schon auf die Han Solo-Figuren. Also von dem Film, die Solo-Figuren. Hammer. Boah, auch geil. Geile komische Speeder oder so. Und wer bin ich? Ja, Solo, Mann. The Star Wars Story. Ah, dieses dumme Star Wars Story wieder, Alter. Das können sie sich auch knicken, ey. Das ist wieder wie der Erzähler hier bei Clone Wars, also. Also finde ich bei den deutschen Trailern echt ein bisschen kacke immer. Das war auch bei den letzten Trailern schon so immer. Mit hier dem Pro7-Sprecher, also nichts gegen den Typen halt. Das ist, glaube ich, der jetzt auch mittlerweile Humor spricht, ne? Aber, weiß nicht, muss nicht sein. Das sollen sie weglassen dann. Das ist geil, oder? Guck mal, was ist denn das? Sind die irgendwo eben im Flug? Was ist das für ein Tunnel? Also. Hyperraumtunnel, was auch immer, Kessel waren, ich weiß es nicht. TIE Fighter sind schon mal geil und ein Star Destroyer. Halt dich bereit! Und hier am Falken halt, das habe ich gestern schon mal gesehen. Warte mal. Ach Mann! Ja, hier, der geht ja spitz zu. Und da muss ja hier vorne von diesem Frachter-Ding was weg sein oder so. Das hat er dann auch umgeändert. Also hat er ihn auf jeden Fall umgebaut halt. Ne? Das ist schon mal geil. Ich dachte kurz, wir werden in Schwierigkeiten, aber alles in Ordnung. Alles gut. Ach man, als junge Harrison Ford wäre super da zu sehen. Was ist das für ein Vieh? Eine super, super Weltraumschnecke? Verdammt, ey. Ja gut, jetzt so viel nicht, ne? Aber wie gesagt, das mit dem Falken halt, dass diese Spitzen so zugehen. Ich glaube, da das ist irgendwie dann andersrum. Was weiß ich, ey. War jetzt auch nicht die beste Version, glaube ich, gerade. Beste Auflösung von dem Trailer. Wahrscheinlich gibt es ja jetzt schon wieder 100.000 Videos, aber
Ey, Leute, ich freue mich drauf, total geil. Solo, ich ziehe mir jetzt noch ein paar Mal rein in den Trailer. Egal, das war's. Und wie gesagt, in 2 Tagen ist ja 40 Jahre Krieg der Sterne in Deutschland. Ich habe da mal was vorbereitet. So ein Special. Ich weiß nur nicht, ob YouTube mir das sperrt. Beziehungsweise Disney, Lucasfilm hin und her. Gucken wir mal. Ansonsten schlabber ich sowieso zu den 40 Jahren Star Wars. Danke fürs Zugucken. Gebt euch nochmal den Solo-Trailer. Es sind nur noch 3 Monate oder so. Und dann, ist das Grinsen wieder groß. Ich freue mich echt also. Bis dahin. Peace out. Tschüss. Warte, ich gucke nochmal. So, haut rein. Was ist das für ein Vorspann hier? So. Ihr könnt abschalten, ne? Schöne Grüße an den Gorminister. Pin, ich habe leider kein Bier. Aber mal gucken, vielleicht macht er ja auch noch ein Bier zu dem Trailer. Ich will mal hören. Schön auf Gewand. Ich bin von der Flugakademie geflogen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.